Michael, woher kommt ihr? Wir kommen aus dem Schwabenland in Deutschland, in der Nähe von Stuttgart. Wann wart ihr zum ersten Mal in Siebenbürgen? Sowohl ich als auch meine Frau waren 2004 das erste Mal in Siebenbürgen, vor allem in Kronstadt. Wir waren aber unabhängig voneinander. Ich habe dort ein halbes Jahr studiert. Meine Frau kannte ich noch gar nicht und sie war in etwa um die gleiche Zeit mit einem Freund auf einer Reise bis in die Türkei, auch auf der Durchreise in Kronstadt, genau um die gleiche Zeit. Dadurch kam unser Kontakt nach Siebenbürgen und jetzt sind wir seit 4 Jahren hier in der Nähe, zuerst 9 Monate in Leblang und seit 2,5 Jahren in Coburg selbst. Wie kommt man auf die Idee, mit Frau und Kindern nach Siebenbürgen zu ziehen? Sowohl ich als auch meine Frau hatten schon seit vielen Jahren, also seit der Jugend, haben wir mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und schon seit vielen Jahren auch unabhängig voneinander. Wir kannten uns bis vor 7 Jahren gar nicht oder 8 Jahren gar nicht. Unabhängig voneinander hatten wir den Wunsch, ins Ausland zu gehen und Kinder- und Jugendarbeit zu machen. Durch vor allem meine Kontakte hier nach Siebenbürgen bot es sich an, dass wir dann zuerst hier in der Gegend uns umsahen. Und es gab dann die Möglichkeit für meine Frau hier als evangelische Pfarrerin zu arbeiten. Jetzt sind wir aber seit 2,5 Jahren unabhängig von irgendeiner offiziellen Aufgabe hier. Wir machen privat Kinder- und Jugendarbeit hier in der Gegend und haben uns so einen Wunsch erfüllt, der schon seit vielen Jahren bei uns beiden vorhanden war. Wie habt ihr Coburg gefunden? Wir haben zuerst in Leblang gewohnt, 9 Monate, wo meine Frau Pfarrerin war. Und als wir wussten, wir können dort nicht bleiben, weil unser zweites Kind kam und dann es dann nicht mehr möglich war, für meine Frau als Pfarrerin weiter dort zu arbeiten, haben wir uns umgesehen hier in der Gegend, wo bietet sich an, dass wir wohnen können, wo finden wir ein Haus. Und wir haben jetzt hier 2 kleine Häuschen in Coburg gekauft und wohnen deshalb hier. Was habt ihr in Siebenbürgen gefunden, das ihr in Deutschland nicht gehabt habt? Also etwas ist ja ganz klar und das sagen fast alle, die hier sind, die schöne Landschaft ist sehr toll. Leider verbleibt oft sehr wenig Zeit, diese auch genießen zu können. Ansonsten gefällt uns hier sehr gut, bei auch allen Schwierigkeiten, dass man das Leben besser spürt als in Deutschland. In beide Richtungen. Also sowohl die Schwierigkeiten sind größer, der Tod ist präsenter. Zum Beispiel bei Beerdigungen wird der Tote nicht einfach nur einem Beerdigungsinstitut übergeben und der Rest läuft total anonym ab. Hier kümmert sich noch die Familie, Freunde, Verwandte darum, von Sterbezeitpunkt bis tatsächlich zum Grab zu schaufeln. Und das ist in ähnlicher Weise in ganz vielen Bereichen des Lebens der Fall. Und so nimmt man sowohl die schwierigen Zeiten, aber auch die schönen Zeiten sehr viel intensiver wahr, als es in Deutschland ist, wo alles seinen etwas geregelteren Ablauf hat, gleichmäßiger das Leben vor sich hingleitet. Und das ist was wir hier sehr zu schätzen wissen. Würdet ihr auch anderen empfehlen, nach Siebenbürgen zu ziehen? Es kommt ganz drauf an, wem. Es ist sicher nicht jeder für das Leben hier gemacht. Ich denke, eine ganze Reihe von Leuten würde nach einer Woche hier wieder verschwinden. Weil man damit zurechtkommen muss, dass ganz alltägliche Dinge, die in Deutschland kein Thema sind, hier sehr viel Zeit und Mühen in Anspruch nehmen. Und man oft sehr einfache Dinge, sehr damit zu kämpfen hat, die lebensnotwendigen Dinge auch zu regeln. Auf der anderen Seite sind die schönen Dinge, wie ich schon erwähnte, die gleichen es zumindest für uns sehr weit aus. Wenn also Leute ähnlich denken und auch Herausforderungen mögen, dann kann man denen schon empfehlen, hier in die Gegend zu kommen. Was einem leider sehr klar sein muss, ist, dass es hier sehr wenig junge Leute auch gibt in der Gegend und das ist auch für uns nicht immer einfach. Deshalb wäre es umso schöner, wenn Leute auch in die Gegend kommen würden, dass sich dies dann behebt. Wir sind ja schon da. Wer will, kann gerne zu uns kommen. Ihr habt 3 Kinder. Das 4. kommt gerade im März. Und die 2 größeren gehen in den Kindergarten in Coburg. Ja, wir freuen uns sehr, dass es seit Ostern möglich ist, dass unsere 2 ältesten Kinder dorthin gehen. Sie gehen gern dorthin und wir freuen uns, dass sie dort sein können und nicht nur isoliert bei uns in der Familie wohnen. So haben sie die Möglichkeit, die anderen Kinder kennenzulernen und auch hoffentlich bald Rumänisch zu sprechen. Bisher sprechen sie noch nicht Rumänisch. Ihr sprecht beide fließend Rumänisch?
Relativ fließend, ja. Also wir kommen sehr gut zurecht. Sicher sprechen wir nicht perfekt. Wir sind ja auch keine Muttersprachler. Aber für alles, was wir tun wollen, bisher reicht es sehr gut. Ihr habt den Verein Willkommen Bund Venit. Könntest du uns ein bisschen über eure Tätigkeiten in Siebenbürgen erzählen? Also unser Verein wurde vor 3 Jahren gegründet und wir haben vor allem Bildung und Integration als unsere Hauptzwecke. Dazu haben wir hier mehrere Gruppen, sowohl in Kober als auch in Leblang, wobei Leblang unser Schwerpunkt ist. In Kober haben wir eine Gruppe, die wöchentlich stattfindet, vor allem für Kinder aus der Schule, und dazu eine kleine Bibliothek, die einmal pro Woche in der Schule angeboten wird, wo sich die Kinder jeweils ein Buch für eine Woche ausleihen können. In Leblang haben wir zurzeit 3 Gruppen nach Alter aufgetrennt, wo wir insgesamt pro Woche etwa 25 bis 30 Kinder erreichen. Und ausgehend von diesen Kontakten, die wir haben in diesen Gruppen, machen wir verschiedene einzelne Aktionen zusätzlich, wie zum Beispiel eine Zirkusaufführung oder jetzt vor ein paar Tagen das Krippenspiel oder Ausflüge im Sommer. Und ein großer Punkt ist sicherlich, dass wir das Krippenspiel dann auch aufführen in Vorgarage im Rahmen eines evangelischen Gottesdienstes. Das ist immer ein sehr schönes Erlebnis für die Kinder. Man arbeitet mehrere Wochen daran und übt die Texte. Und am Ende kommt eine Aufführung, die tatsächlich auch öffentlich gewürdigt wird von fremden Leuten, die sie nicht kennen. Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass es gerade im letzten Jahr sehr viele Leute aus dem Ausland bei uns waren und mit uns gemeinsam Aktionen in Leblang und Kober angeboten haben. So können die Kinder und Jugendlichen hier aus der Gegend, die kaum über das eigene Dorf hinauskommen, auch Einblicke sehen, wie sind andere Leute aus anderen Ländern, was für Ideen und Träume haben die, wie kann ein anderes Leben auch gelebt werden, einfach als Horizonterweiterung. Es geht gar nicht darum zu sagen, so wie es hier ist, ist schlecht, aber es ist sehr schön, den Kindern zu zeigen, es gibt noch sehr viel mehr, als man hier nur lokal sieht im eigenen Dorf. Und unser Projekt, größtes Projekt zurzeit ist ein Alphabetisierungskurs für 5 Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren, die bisher nicht lesen können. In Leblang gibt es leider sehr viele Kinder, die nicht in Schule oder Kindergarten gehen. Dieser Bildungsbereich liegt uns sehr am Herzen und wir hoffen sehr, dass von diesen 5 Jugendlichen einige lesen und schreiben lernen, vielleicht sogar alle. Bisher hat es sehr gut angefangen, aber es braucht natürlich Durchhaltensvermögen von allen Seiten. Auch vor allem die Kinder auf Dauer zu motivieren, ist sicher nicht einfach. Was denkt ihr, wie wird Kobo in 10 bis 20 Jahren aussehen? Es ist sehr schwierig, eine Prognose zu machen. Wenn man jetzt durch Kober geht, sieht man sehr viele Häuser, die einfallen. Die Kirchenburg ist auch in einem schwierigen Zustand. Es gibt da durchaus Einsturzgefahr. Das ist sehr schade. Im Dorf gibt es aber durchaus positive Entwicklungen. Es gibt verschiedene Investitoren, die versuchen, hier etwas aufzubauen. Und es gibt Leute, die etwas machen wollen. Wir hoffen sehr, dass in 10 bis 20 Jahren durch diese Aktivitäten mehr auch jüngere Leute wieder da sind im Dorf, dass sich das Dorf positiv weiterentwickelt und die Kinder und Jugendliche hier in der Gegend auch eine Perspektive für ihr Leben sehen. Das ist unsere Hoffnung. Wie es eintritt, wissen wir nicht. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, dass es sich sehr positiv entwickelt in dem Bereich und in dem Vermögen, wie wir halt imstande sind. Was denkt ihr, was für Perspektive hat Kobo für Jugendlichen? Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn man sieht, was die Jugendlichen hier machen, haben Jugendliche hier in Kobor nicht sehr gute Perspektiven. Es ist gut, dass es hier in der Schule, im Dorf eine Schule gibt und im Nachbardorf zumindest 8 Klassen eine Schule weiterhin gibt. Aber nach dem Abschluss steht in Kobor selbst, zurzeit gibt es sehr wenig Möglichkeiten oder gar keine, sich zu entwickeln und seine Träume zu verfolgen. Es gibt sehr viele Jugendliche, die sehen wir, laufen durchs Dorf, haben schon intensiven Kontakt mit Alkohol tagtäglich. Es ist schwierig,
Und wir wissen auch nicht, was man da mit der Kapazität, die wir haben, machen können. Es ist für uns eine sehr schwierige Frage. Was für eine Nachricht hast du für die Leute, die sich für Kobor interessieren? Hier in der Gegend, denke ich, und Kobor auch, gibt es noch sehr viel Potenzial für gute Entwicklungen. Es gibt ein Beispiel hier in der Nähe, Deutsch-Weißkirch, Wiskri, wo man sieht, was sich aus einem Dorf entwickeln kann, wenn sehr viel gemacht wird und Leute positiv wirken. Es verändert das Dorf vom Aussehen, es verändert auch die Leute, auch innerlich. Ich denke, hier in Kobor kann Ähnliches passieren. Es gibt sehr gute Ansätze, es gibt Veränderungen im Dorf und es wäre schön, wenn mehr Leute hierher kommen, es ansehen und mitmachen. Bei uns, bei unserer Arbeit, aber auch im Dorf allgemein. Vielen Dank, Michael. Gerne.